Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener, Einführung und Vorstellung neuer Funktionen mit David Warney. Mein Name ist Wolfgang Dender und bevor wir beginnen, möchte ich noch kurz bitte auf die Risikohinweise eingehen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht immer mit der von FX Flat übereinstimmen. David, du bist soweit? Ja, ich bin am Start. Okay, dann übergebe ich an den Referenten und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß bei dem Webinar. Perfekt, vielen Dank. Dann stelle ich gleich noch alles ein, dann können wir direkt loslegen. So, einen Moment. Perfekt. So, genau, mein Bildschirm sieht man. Perfekt. Super. Dann dir, Wolfgang, vielen Dank für die Einleitung Gerne. und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Heute wieder mit dem Forex-Screener. Heute schauen wir wieder, das machen wir so in regelmäßigen Abständen, starten wir immer mit einer Einführung, dass wir einfach mal auch alle neue Trader oder Traderinnen, die jetzt den Forex-Screener noch nicht nutzen, das erste Mal so eine Einführung geben und einfach mal schauen, was kann eigentlich der Forex-Screener alles, welche Vorteile haben sie dadurch. Ist inzwischen etwas gewachsen und zusätzlich zeigen wir immer wieder die Updates. Jetzt gibt es auch wieder einige Updates. Das heißt, wir haben einige Sachen optimiert, wir haben einige neue Funktionen wieder eingebaut und die stellen wir heute auch dann wieder mit vor. Wenn es Fragen dazu gibt, immer gerne einfach direkt reinposten. Ich habe immer ein Auge drauf und dann schaue ich einfach, wenn die Frage gerade zum aktuellen Thema passt, dann nehme ich sie mit rein. Ansonsten werde ich auf jeden Fall am Ende des Webinars alle Fragen beantworten. Das heißt, keiner soll heute mit offenen Fragen nach Hause gehen. Das kriegen wir in den nächsten Minuten auf jeden Fall hin. Ja, ich denke mal, die meisten von Ihnen kenne ich wahrscheinlich von AlgoCamp. Das ist ein anderes Unternehmen von uns. Heute geht es primär um den Forex-Screener und wir haben uns eigentlich mit allen Unternehmen darauf spezialisiert, auf die Automatisierung. Das heißt, heute soll es hier gar nicht um Thema automatische Handelssysteme gehen, sondern eigentlich eher um das Thema, wie können uns die Roboter im Hintergrund unterstützen und zwar bei unserem manuellen Trading. Darum geht es ja heute. Und daraus aus der Ich sag mal, ich will nicht sagen aus der Not, aber aus dem Bedarf daran ist der Forex-Screener halt entstanden. Generell das Screening von Märkten oder ein Screening als Werkzeug, das haben wir natürlich nicht neu erfunden, das Rad. Das Rad gab es schon, aber wir haben das Ganze verfeinert und ein bisschen besser an die Bedürfnisse der meisten Trader oder Traderinnen angepasst. Das heißt, der Forex-Screener, den wir hier sehen, da ganz wichtig, der ist für Sie kostenlos. Also für Sie als Kunde von FXBet ist der Forex-Screener komplett kostenlos. Sie müssen einfach nur ein aktiver Trader bei FXBet sein. Also heute wird hier Ihnen nichts verkauft, was das angeht. Jeder, der dabei ist und auch Kunde ist, bekommt das Ganze ohne irgendwelche Haken, ohne irgendwelche Folgekosten und ähnliches wirklich komplett kostenlos. Was ist der Forex-Screener eigentlich kurz gesagt? Wir sehen es hier auf der Startseite schon. Forex-Screener.de, da kann man das Ganze nochmal genauer anschauen, ein paar Details zu lesen. Und zwar ist der Forex-Screener ein Online-Screener. Das heißt, ein Screener, der komplett im Browser läuft. Das heißt, wir müssen uns nichts installieren. Wir können uns mit dem Mac, Windows, PC, Notebook ohne Probleme öffnen, müssen nichts installieren, kein Plugin installieren und dann können wir den Forex-Screener jederzeit komplett nutzen. Und soweit ist es noch ein ganz normaler Screener, würde ich sagen. Wir kennen wahrscheinlich auch ein paar andere Screener da draußen. Wahrscheinlich haben Sie den einen oder anderen Screener auch schon mal verwendet und haben aber wahrscheinlich immer ein paar Probleme gehabt, dass es nicht eins zu eins umzusetzen ist mit Ihrem Trading. So. Ich denke mal, die meisten von Ihnen sind auf jeden Fall im MetaTrader unterwegs und die Probleme, die es halt immer so gab, war die Verbindung vom Screener. Ich gehe mal ganz kurz hier direkt rein in den Screener. Das heißt, wenn ich einen Screener habe, dann ist der Weg hin von meinen Screening-Ergebnissen hin bis zum Trading, also zur eigentlichen Trading-Plattform, noch relativ weit. Ein anderes Problem ist auch, dass die Screener, die meisten, die sie wahrscheinlich verwendet haben, oder eigentlich alle, nie die gleiche Datenbasis haben wie ihr Broker, also in dem Falle wie FXLet. Dass sie sagen quasi, lieber Screener, zeigt mir alle Aktien
alle Devisen an, die zum Beispiel heute um 2% gestiegen sind. Dann sehen Sie eine Auswahl und dann kommt es vielleicht vor, dass Sie hier ein Währungspaar sehen, ein sehr exotisches Währungspaar, was Sie zum Beispiel nicht traden können, weil der Broker es nicht anbietet. Oder die Datenbasis ist komplett unterschiedlich. Der Screener sagt, der Markt hat sich um 3% bewegt, aber basierend auf Ihre Brokerdaten hat sich der Markt nur um 2% bewegt. Also es gab da sehr, sehr viele Unterschiede, was das Screening so ein bisschen unattraktiv gemacht hat. Es war einfach zu weit entfernt von der Praxis. Das heißt, Praxis bedeutet jetzt in unserem Falle halt hier der MetaTrader, da wo wir die Trades absetzen, da wo wir handeln können, da wo wir unser Geld verdienen wollen. Und das ganze Problem oder diese Probleme, das sind so die größten Probleme, die haben wir mit dem Forex-Screener, ich will nicht sagen versucht zu beheben, wir haben sie inzwischen auch behoben. Wenn ich mir so das Feedback der Trader und der Nutzer angucke, würde ich auf jeden Fall sagen, haben wir diese Probleme gelöst. Und der Forex-Screener, der hier im Browser läuft, der ist halt komplett angebunden an den MetaTrader von der VixWirt. Das heißt, Sie werden hier keine Ergebnisse sehen von irgendwelchen Werten, die Sie nicht bei FXBet handeln können. Und Sie haben auch genau die gleiche Kursversorgung. Das heißt, wenn wir beispielsweise hier uns eine Aktie Apple raussuchen und wir sehen hier einen gewissen Preis, dann ist es auch der Preis, den wir in unserem MetaTrader von FXBet sehen. Das heißt, keine Zeitverzögerung, also das ist alles Realtime. Das heißt, viele andere Screener haben zum Beispiel die Problematik, dass die verzögert sind um 15 Minuten oder dass die kostenlose Version verzögert ist und die kostenpflichtige Version dann in Realtime ist. Aber hier, wie gesagt, als Kunde von der FXBet gibt es die ganzen Daten in Realtime und Sie haben genau die Kurse auch aus dem MetaTrader. Alle Indikatoren, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die man hier filtern kann, sei es der Supertrend, RSI, MACD, das alles ist quasi aus dem MetaTrader entnommen, quasi so, wie wir es kennen. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier den RSI oder irgendeinen anderen Indikator einzeichnen lasse und ich sehe hier einen Wert von XY, dann habe ich genau den gleichen Wert auch hier. Das Problem ist da zum Beispiel, das kennen Sie vielleicht auch, Sie haben den MetaTrader, Sie haben beispielsweise den NinjaTrader und ein, zwei andere Trading-Plattformen. Das Problem dabei ist, dass oft jede Plattform, ja, es gibt eigentlich nur eine Formel für beispielsweise den RSI, aber es gibt so kleine Detailsachen, die nicht fest definiert sind, die vielleicht jede Software so ein bisschen anders berechnet oder darstellt. Und dann haben wir vielleicht im MetaTrader ein RSI von 20, im NinjaTrader von 23 und in irgendeiner anderen Software vielleicht von 30, durch kleine Details. Auch dieses Problem haben wir hier nicht mehr. Wenn ich sage, zeige mir beispielsweise alle Assets an, die ein RSI über 70 haben, dann haben die auch hier in dem MetaTrader den RSI über 70. Und das ist so grob gesagt die Probleme, die wir halt behoben haben. Die größten zwei Probleme. Und wo ist der Forex-Screener heute? Ja, schon heute ist der Forex-Screener sehr stark eingebunden in den MetaTrader. Das ist ganz wichtig. Er ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, wenn Sie beispielsweise jetzt sagen, Sie traden aber über den Agena-Trader oder über irgendeine andere Software oder traden vielleicht hauptsächlich über CapTrader oder wie auch immer, dann ist es da auch kein Problem. Das heißt, wir können natürlich ja auch im Screener sagen, zeige mir alle Werte mit dem RSI über 40 an, dann scrolle ich herunter und sehe zum Beispiel die Werte und kann dann sagen, okay, dann handle ich die halt nicht im MetaTrader, sondern mache die in meiner TWS, in meinem Agena-Trader oder wo auch immer auf. Ist gar kein Problem. Also die zwingende Verbindung haben wir halt nicht, aber wir haben eine optionale Verbindung und die ist, finde ich, sehr, sehr attraktiv, um schnell zu traden, ohne dass ich mir jetzt diese Sachen abtippen muss. Aber da kommen wir später gleich nochmal drauf zu sprechen. Gucken wir uns einfach mal grob eigentlich den Forex-Screener an, wie er eigentlich aufgebaut ist. Das finde ich immer ganz interessant nochmal zu sehen. Wir haben hier Basic-Filter, wir haben Event-Filter, das sehen wir hier in der Kategorie und wir haben Candle-Pattern-Filter. Dann, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier verschiedene Farben. Wir sehen beispielsweise grüne Filter, wir sehen ja, pink-rosane Filter und graue Filter. Die grauen Filter, das sind Gruppen. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, dann kommen weitere Filter rein. Mit der Zeit ist es ein bisschen sehr groß geworden an den Filter,
Optionen oder Auswahlen. Deswegen haben wir es ein bisschen sortiert. Beispielsweise haben wir hier den Filter Gap-Größe. Das ist eine Gruppe. Wenn ich den aufmache, dann sehe ich hier, habe ich einmal die Möglichkeit, Wochenend-Gaps zu filtern und einmal die Aktien-Gap-Gaps zum Vortag zu filtern. So, jetzt ist noch die Frage, wieso sind manche ja, pink-rosa? Das sind die Pro-Filter. Das heißt, wir haben in Zusammenarbeit mit Orkan Kuyas auch noch Pro-Filter entwickelt, die nach seinen Wünschen umgesetzt wurden. Und auch die bekommen Sie als Kunde von FX-Wert ebenfalls kostenlos. Kann einfach, gucken wir uns einfach mal direkt zusammen an, wo wir eigentlich einen Account erstellen können. Wenn wir auf forex-screener.de gehen, dann klicken wir hier einfach auf Zugang erstellen. Und dann kommen wir gleich zu der Seite, wo wir in wenigen Sekunden das Ganze beantragen können. Und dann schauen wir uns auch mal, wo es hingeht. Also erstmal sagen wir hier oben standardmäßig, ja, ich bin Kunde bei FX-Bet oder CapTrader. Und dann tragen wir unten einfach ein paar kurze Daten ein. Und wenn Sie dann sagen, ja, ich möchte auch noch die Pro-Filter haben, das heißt hier die rosanen oder pinken Filter, dann setzen wir einfach hier noch den Haken. Auch die sind kostenlos. Da gibt es auch keinen versteckten Haken. Sie müssen den Haken nur setzen und dann gibt es die Filter mit dazu. Die ganzen anderen Daten sind einfach nur notwendig, damit der FX-Wert prüfen kann, ob Sie wirklich Kunde da sind, damit Sie das Ganze auch kostenlos erhalten. So, wieder zurück. Ich schaue noch mal ganz kurz in die Fragebox. Da kommt noch der Wunsch, das Bild größer zu machen. Ja, klar, ich kann noch mal ein bisschen ranzoomen, dann sieht man das ein bisschen besser von den Filtern hier. So, jetzt sieht man das schon ein bisschen besser, hoffe ich. Genau. Genau, das grob zur Erklärung. Was die Farben angeht, was die Filter und die Gruppen angeht, haben wir das schon mal geklärt. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Kategorien nochmal zu sprechen. Basic-Filter, Event-Filter und Candle-Pattern-Filter. Letztere Kategorie gehört jetzt auch zu den Neuerungen. Die haben wir jetzt auch erst nach dem letzten Webinar mit eingebaut. Und auch ein paar andere Filter. Aber erstmal grob, was sind die Kategorien? Unter Basic-Filter können wir uns Filter vorstellen, die relativ, der Name sagt es schon, von daher ist die Erklärung ein bisschen schwer. Filter, die ganz simpel sind oder starr sind nach, so wie wir es kennen, nach Indikatoren beispielsweise. Also lieber Forex-Screener, zeig mir alle Werte an, wo der MACD über der Signallinie ist. Zeige mir alle Werte an, wo die Distanz zum SMA 200 größer 0,1% ist. Und zeige mir alle Assets an, die in den letzten 24 Stunden 5% gestiegen sind, beispielsweise. Also, so sind die Filter. Das sind die Basic-Filter. Und hier haben wir noch einige versteckt. Wie gesagt, die Gruppen müssen wir nochmal aufklicken. Können auch sagen, der Kurs muss jetzt über dem Vortageshoch sein oder unter dem Vortageshoch. Die ganzen Filter können wir immer kombinieren. Das heißt, die aktiven Filter, die sind jetzt komplett farblich markiert und ich kann jetzt auch beispielsweise sagen, den SMA-Filter, den wollte ich jetzt nicht mehr. Die 24-Stunden-Veränderung wollte ich auch nicht mehr. Also habe ich jetzt nur noch zwei Filter aktiv. Und zu jeder Zeit, also ich muss nirgendwo auf Starten oder Screening drücken, zu jeder Zeit sehe ich hier unten das aktuelle Ergebnis dazu. So, dann sage ich beispielsweise noch, ich möchte aber, weil ich nur Forex-Trader bin, will ich auch nur Forex-Werte ansehen. Das haben wir noch als Filter. Scrollen wir mal runter und dann sehen wir sehen hier nur Forex-Werte. Was wir hier genau in der Tabelle sehen, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, bleiben wir erstmal hier oben in der Übersicht. Also, Basic-Filter sind, so wie wir es kennen von Screenern, Filter, die einfach die Eigenschaft des Marktes quasi filtern. Und jetzt haben wir noch Event-Filter. Das ist ein sehr spannendes Thema. Bei den Event-Filtern achten wir darauf oder möchten wir, dass Ereignisse, also gewisse definierte Ereignisse, vor einer bestimmten Zeit geschehen ist. Also, beispielsweise haben wir den Supertrend. Den Indikator kennen vielleicht die einen oder anderen von Ihnen. Und wir sagen hier beispielsweise, zeige mir alle Märkte an, wo der Supertrend vor drei Kerzen gebrochen wurde. So, vor drei Kerzen gebrochen wurde. Das heißt, wir scrollen hier runter und sehen alle Werte, wo der Bruch vor kurzem da war.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt direkt sehen, was vor kurzem passiert ist, also quasi in der letzten Kerze, wo hat sich der Trend vor kurzem geändert oder quasi jetzt geändert, stelle ich das auf 1. Und wenn ich es beispielsweise auf 10 Kerzen stelle, dann bedeutet es, der Trendwechsel kann auch vor 7 Kerzen gewesen sein, vor 5 Kerzen und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt hier eigentlich Kerzen vom Zeitintervall? Das ist immer abhängig vom unten erwähnten Zeitintervall. Das heißt, ich nehme beispielsweise den US-Dollar, türkische Lire. Hier haben wir eine Auswahl 15-Minuten-Candles. Das heißt, die Auswahl, die ist immer identisch mit der aus dem MetaTrader, so Minute 1, Minute 5, 15 und so weiter. Und wenn jetzt hier beispielsweise der Bruch vor 2 Kerzen war, dann bedeutet das halt vor 2 15-Minuten-Kerzen. Daran ist es immer angepasst. Wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde habe, dann heißt es, und der Bruch war vor 2 Kerzen, dann war das quasi vor 2 mal 30 Minuten Kerzen. Also vom Zeitintervall ist es dynamisch und vom Zeitintervall kommen daher manchmal auch Assets öfters vor. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht die Ergebnisliste vorwegnehmen. Das Ganze können wir auch wieder kombinieren. Also ich kann sagen, zeige mir Werte, wo der MACD Cross vor 2 Kerzen war. Und ich möchte aber heute keine Devisen handeln, sondern ich möchte heute Kryptowährung handeln. So, jetzt habe ich das Ganze kombiniert und ich sehe hier unten auch die Auswahl. So, Auswahl ist ein bisschen kleiner, weil wir halt nur Kryptowährungen drin haben und nichts anderes. So, das sind die Eventfilter. So, die Candle-Pattern-Filter, die lasse ich mir für später offen, für den Punkt Neuerung. Deswegen würde ich das jetzt mal nicht vorwegnehmen und würde dann jetzt direkt runtergehen in die Erklärung der Ergebnisse, die wir sehen. Also die Filter sind alle zurückgesetzt, quasi eine frische Einstellung, die wir in der vornehmen. Und ich sage jetzt, zeige mir die Devisen. Ich trade eh nur auf 15-Minuten-Basis. Das heißt, mich interessieren die anderen Zeitintervalle nicht. Dann filtere ich das auch nochmal. Und ich nehme als weitere Auswahl was nehmen wir? Wir nehmen Kerzenfolge. Das ist auch ein beliebter Filter. Den mag ich persönlich auch sehr gerne. Und zwar, ich sage, zeige mir die Märkte an. Und zwar die Devisenmärkte. Wo wir mindestens 5 grüne Kerzen a 15 Minuten in Folge grün hatten. So, ich scrolle runter und wir sehen hier 2 Werte. Der erste Wert ist beispielsweise Euro, türkische Lira. Und jetzt können wir mal ein bisschen die Tabelle genauer erklären. Was haben wir hier eigentlich? Ganz wichtig, wir können auch noch horizontal scrollen. Das ist wieder so ein bisschen an der Animation hier oben, dass wir hin und her scrollen können. Ganz vorne natürlich das Asset. Also das ist genau das Kürzel, was wir auch im MetaTrader haben. Die Kategorie ist eigentlich selbsterklärend. Devisen, Kryptowährungen, Aktien, Forex und so weiter. Das Zeitintervall, das haben wir jetzt ja festgelegt auf nur 15 Minuten. Deswegen sehen wir hier auch nur 15 Minuten. Den aktuellen Ask-Preis, aktuellen Bid-Preis und dann nochmal zur Information die 24-Stunden-Veränderung. Und dann sehen wir hier auch nochmal in der Grafik, wie weit wir beispielsweise vom 52-Wochen-Hoch oder tief entfernt sind. Hier sehen wir beispielsweise, sind wir relativ nah am 52 Wochen Tief und hier unten beim zweiten Wert sind wir ja auch näher am Tief als am Hoch. Und dann haben wir hier hinten die dynamische Komponente von der Tabelle. Das heißt, je mehr Filter ich auswähle, desto weiter wird die Tabelle hier hinten. Also momentan habe ich ja zum Beispiel den Filter ausgewählt, ich möchte 5 grüne Kerzen mindestens in Folge haben. Und hier unten sehe ich dann nochmal den genauen Wert. Also ich sehe hier zum Beispiel Euro türkische Lira bedeutet, hier habe ich sogar 6 grüne Kerzen in Folge. Würde ich jetzt noch einen zweiten Filter hinzufügen und zwar RSI. Und ich sage, der RSI muss über 10 sein. Dann scrolle ich runter. So, und jetzt sehe ich hier keine Werte, weil kein Asset gefunden wurde, was all den Kriterien entspricht. Aber dafür sehe ich jetzt hier zum Beispiel die Spalte RSI. Dann würde ich hier den aktuellen RSI-Wert sehen. Damit wir das nochmal sehen, nehme ich hier oben den Zeitfilter raus, scrolle nochmal runter. Da ist auch nichts zu sehen. Stelle ich die Einstellung noch ein bisschen unschärfer, dass er nicht so streng ist im Filter. Hier hat er auch nichts gefunden. Nehme ich den einmal komplett raus.
RSI-Filter ist zu stark, nämlich den über 70. So, hier sehen wir das so beispielsweise. Hier habe ich dann hinten den aktuellen RSI-Wert dran. Und egal welchen Filter ich nehme, ob MACD, ob Gap-Größe, was auch immer, die Tabelle erweitert sich hinten immer etwas weiter, sodass wir, hoch, da bin ich zu weit gescrollt, dass wir immer etwas weiter horizontal scrollen können, um das Ganze zu sehen. Sondern das Besondere jetzt ist, jetzt muss ich die Einstellung noch neu vornehmen, hast du sie verklickt, wir hatten Devisen, wir hatten 15 Minuten und wir hatten mindestens grüne Kerzen in Folge 5. Da müssten wir, genau, Euro-Türkische Lira. Und wir können ja auch raufdrücken. So, ich klicke hier rauf und dann kommen wir auf die Detailseite. Und hier sehen wir zum einen den aktuellen Chart. Da müssen wir uns auch nicht an eine neue Chart-Library gewöhnen, sondern wir sehen hier die Chartdarstellung von der Art her, so wie sie im MetaTrader bekannt ist. Das heißt, auch hier haben wir M15, das war ja hier so eingestellt. Das heißt, würden wir hier einen Filter haben oder eine Auswahl haben auf M1 oder H1 und wir würden hier raufklicken, dann würde er hier automatisch auch das entsprechende Zeitintervall auswählen. Aber wir können hier auch einfach durchklicken, wenn wir sagen, ich will mir einfach mal den Markt auf allen Zeitintervallen angucken, ohne direkt den MetaTrader aufzumachen und da die Charts durchzugehen, können wir das hier ohne Probleme machen. Wenn wir weiter runter scrollen, dann sehen wir nochmal quasi alle Filter, die wir hatten, mit den Werten dargestellt. Also sehe ich hier beispielsweise, ja, wir haben 6 grüne Kerzen in Folge, wir haben einen Supertrend, der absteigend ist, wir haben einen letzten MACD-Cross vor 7 Kerzen, eine Wochenveränderung, Wochengap-Größe, Distanz zum Tageshoch, also alle Filter, also alle Filter, die darstellbar sind aus der Auswahl, haben wir hier nochmal. Also sehr, sehr viele Details. Wenn wir uns die ansehen möchten oder sie für uns interessant sind, dann sehen wir sie auf der Detailseite auch nochmal. Die Detailseite kann ich wieder schließen, gehe wieder rüber, klicke auf ein anderes Asset und dann habe ich hier genau die gleiche Übersicht mit allen möglichen Assets. So, dann gucke ich noch mal kurz in die Fragebox. Was sagt der schwarze Balken links? Der schwarze Balken links. Links habe ich hier keinen schwarzen Balken. In der Auswahl habe ich höchstens rechts den dunkelblau-grauen Balken. Da färbt sich auch mein Grün. Guck mal kurz in die nächste Frage. Ich glaube, da wurde das schon korrigiert. Ah, rechts, okay, super. Genau, der beschreibt halt die Distanz entweder zum Tief oder zum Hoch, zum 52-Wochen-Hoch oder Tief. Das heißt, würde der Balken fast ausgefüllt werden, dann würde er auch etwas grüner sein. Ich nehme einfach mal die Filter raus, dass wir das Ganze ein bisschen besser zeigen können. Genau, hier sehen wir es beispielsweise. Nehmen wir einfach mal, das hier ist ein perfekter Wert. Hier sehen wir, ist es fast komplett ausgefüllt und das bedeutet, der Wert ist relativ nah oder fast dran am 52-Wochen-Hoch. Nehmen wir hier beispielsweise US-Dollar, japanischen Yen. Da ist der Balken fast gar nicht da und nur ein kleines Stückchen blau. Das bedeutet wiederum, dass wir fast, oder dass wir sehr, sehr nah am 52 Wochen tief sind. Das ist die Darstellung. So, perfekt. Dann haben wir das erstmal geklärt. So, jetzt setze ich sie kurz zurück. Dann haben wir das. So, ich hatte ja am Anfang noch gesagt, dass wir ein großes Problem hatten. Und zwar war das ja die Verbindung zum MetaTrader. Das heißt, wir können natürlich den ganzen Tag screenen, aber dadurch haben wir noch immer nicht getradet, noch mal kein Geld verdient. Wir wollen ja eigentlich das Ganze hier in unserem MetaTrader handeln. So, jetzt skaliere ich es noch mal ein Stückchen, dass wir hier auch alles sehen. So, das sollte reichen. So. Und auch da haben wir eine Verbindung. Und zwar haben wir sowohl für den MetaTrader 4 als auch für den MetaTrader 5 einen EA, also einen Expert Advisor entwickelt, aber keine Sorge, der handelt nicht automatisch. Also es ist kein klassisches Handelssystem, was jetzt auf Ihrem Konto wild handelt, sondern es ist eine Synchronisierung von Ihrem Vorscreener-Zugang zu Ihrem MetaTrader zu Hause. Bevor ich es genau im Detail erkläre, ich zeige es einfach mal, ich mache das nebeneinander auf. Ich gehe nochmal kurz auf den Vorscreener. Ich stelle ganz kurz ein, ich will Devisen handeln.
15 Minuten und ich will heute mal vier grüne Kerzen in Auswahl haben. So, und jetzt achten wir nochmal hier drüben, ist der MetaTrader und ich sehe hier, okay, Euro-Türkische Lira interessiert mich, mache ich kurz auf, gucke ich mir eine Teilseite ein und er hat automatisch diesen Wert ja auch im MetaTrader geöffnet. Wir sehen hier Euro-Türkische Lira, 15 Minuten Zeitintervall, genau so wie es hier gerade im MetaTrader stand. 15 Minuten. Nehmen wir einen anderen Wert, nehmen wir südafrikanischen Rand, ich klicke rauf und der Chart öffnet sich automatisch hier auch im MetaTrader. Das geht sowohl mit dem MetaTrader 4 als auch mit dem MetaTrader 5. Die EAs dafür, die bekommen Sie auch kostenlos, wenn Sie einen Account haben. Und so können wir noch schneller handeln. Natürlich, ich glaube, sehr viele, nicht alle, aber viele haben zum Beispiel zu Hause auch zwei Monitore oder einen großen und haben dann die Fenster so ein bisschen nebeneinander. Das geht natürlich auch. Und dann ist es natürlich noch viel, viel angenehmer, wenn wir zum Beispiel auf einem Bildschirm das Screening übernehmen können. Wir sagen, ja, okay, dieser Wert ist jetzt hier so wie ich ihn gesucht habe. Ich klicke drauf und ich habe dann automatisch den Chart hier auf und dann sehe ich vielleicht sofort ein Setup, oder es passt zu meinem Trade oder nicht. Das ist sehr, sehr angenehm, spart Zeit und wir sind halt hier schneller wir können hier schneller aktiv werden, indem wir halt dann hier direkt anfangen zu traden, wenn es für uns passt. So, nicht nur das haben wir, sondern wir haben auch noch eine kleine Hilfe zusätzlich eingebaut. Und zwar haben wir jetzt hier momentan als Filter in dem Beispiel gesagt, Devisen, 15 Minuten, vier grüne Kerzen in Folge. Das, was wir hier auswählen, visualisieren wir auch noch zusätzlich im MetaTrader. Das heißt, ich habe ja hier, also das Einzige, was zu visualisieren ist, ist ja nicht Forex oder M15, das sehen wir ja so, sondern wir haben ja eigentlich spezifisch nach vier grüne Kerzen in Folge gesucht. Und wenn ich nochmal raufgucke, sehe ich auch einen Balken, wo das markiert wird. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4 abgeschlossene grüne Kerzen in Folge. Das markiert ja auch automatisch. Also Sie müssen hier nicht einfach suchen und zählen. 1, 2, 3, 4, 5 passt. Okay, stimmt, habe ich gelogen. Sondern es wird automatisch aufgezeichnet. Nehmen wir nochmal einen anderen Wert, um zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Hier sehen wir auch, da wird es entsprechend markiert. Sowohl positiv als auch für die negativen. Das heißt, ich kann natürlich auch sagen, vier grüne Kerzen will ich nicht. Ich will jetzt fünf rote Kerzen. Gucke ich in meine Auswahl, haben wir gerade nichts aktiv. Gehen wir ein bisschen schwächer von der Einstellung. Drei rote Kerzen. Schaue ich runter, sehe ich hier einen Wert. Klicke ich rauf und dann sehe ich entsprechend auch den roten Balken, wo wir die drei abgeschlossenen Kerzen markiert haben. So, hier haben wir eine große Unterscheidung. Also den EA gibt es sowohl für den MetaTrader 4 als auch für den 5er. Der 5er, also die 5er Version, kann jedoch einiges mehr. Das liegt nicht daran, dass wir keine Lust hatten, das für beide ausführlich zu entwickeln, sondern der MetaTrader 4 bietet technisch halt natürlich nicht so viele Sachen an wie der MetaTrader 5. Und demnach kann der MetaTrader 5 noch ein paar Sachen mehr. Und zwar ist es dieses Einzeichnen, was wir jetzt hier beispielsweise sehen. So, ein anderes Beispiel nehmen wir noch als Filter. Ich stelle ihn etwas schwächer, dass wir gleich eine größere Auswahl haben. Schiebe den kurz rüber und ich sage, ich möchte noch den MACD. Ich will, dass der MACD über der Signallinie ist. Guck mal hier unten. Nehmen wir hier einen Wert, ich klicke darauf, gehen wir zurück und wir sehen hier nicht nur die Markierung von den zwei Balken, sondern wir sehen auch noch den MACD mit eingestellt. Also wir müssen hier nicht große Indikatoren noch reinziehen und alles zurechtbiegen, sondern das, was wir im Forex-Screener sagen, das wird drüben auch umgesetzt. Nehmen wir einen anderen Wert, das gleiche, RSI ist drin und die Markierung ist drin. So. Das geht leider nur im MetaTrader 5, das geht nicht im MetaTrader 4. Das Einzige, was im MetaTrader 4 geht, ist, dass der Chart halt zumindest geöffnet wird. Das heißt, ich klicke hier rauf und dann ist der Chart offen, aber die Markierungen sind leider nicht da und die Indikatoren werden leider nicht mit angezeigt. Das ist eine technische Hürde, wir würden es gerne umsetzen, aber es geht halt leider nicht. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall schon mal wenigstens etwas, dass man auch als MetaTrader 4 Trader den Chart nicht mehr manuell öffnen muss. So, nochmal als Beweis nehmen wir hier die 15 Minuten raus und sagen, Zeitintervall ist mir völlig egal. Dann scrolle ich runter und sehe hier beispielsweise einen Wert auf H4. Dann öffnet er den Wert hier drüben natürlich auch in H4, genau den gleichen Wert. Das heißt, wir sparen uns das Zeitintervall einstellen. Also ja, wir sparen einfach Zeit und finden die Sachen viel, viel schneller. Das ist also ein großer Hintergedanke hinter dem Forex-Screener gewesen, dass wir viel Zeit sparen,
den gesamten Markt zu durchleuchten und dass wir nicht ein Asset nach dem anderen rüberziehen müssen und schauen, wie ist hier der Markt, wie ist hier der Markt, wie ist hier der Markt und so weiter. Das sparen wir uns ab sofort. Das macht der Forex-Screener und dahinter können wir uns quasi so vorstellen, steckt ein kleiner Roboter, der für uns die ganze Arbeit abnimmt und das auch noch viel schneller, als wir es wahrscheinlich schaffen würden. So, das ist das Ganze. Die Kombinationsmöglichkeiten sind natürlich gigantisch. Also wir könnten tagelang darüber reden, welche Möglichkeiten es an Kombinationen gibt, wie man Sachen findet, wie man Trends findet, wie man Korrekturen findet. Da gibt es sehr, sehr, sehr viel. Da lohnt es sich auch gerne mal die letzten Webinare gemeinsam mit FXWirt anzusehen. Ich kann auch schon vorab sagen, woran wir momentan arbeiten. Und zwar arbeiten wir momentan daran, dass wir jetzt nicht 1000 neue Filter einbauen. Das wird immer so kommen, also wir bauen immer wieder Filter ein, sondern der nächste große Punkt ist halt, sind die ganzen Schulungsvideos und Artikel drumherum. Das heißt, wir wollen mehr Inspiration liefern. Beispielsweise, ich bin Trendtrader, wie finde ich passende Werte? Ich trade Korrekturen, wie finde ich passende Korrekturen? Welche Möglichkeiten gibt es? Also einfach, dass Sie noch mehr Inspiration dafür bekommen, wie das Ganze sinnvoll für Sie genutzt werden kann. Das ist ja immer ganz oft so, dass man viele große Tools oder Hilfswerkzeuge an die Hand bekommt, aber dann gar nicht so recht weiß, wie kann ich jetzt hier eigentlich einen Nutzen für mich rausziehen. Das kommt so demnächst mit vielen Beispiel-Trades, also viele, viele Videos werden demnächst folgen, damit das Ganze hier noch verständlicher ist und damit auch jeder ganz genau weiß, welchen Vorteil er hier rausziehen kann für sein eigenes Trading. So. Und so können wir die Automatisierung, quasi den Roboter verbinden mit unserem manuellen Traden und am Ende des Tages entscheiden immer noch wir selbst, gehe ich den Trade ein, ja, nein, mit wie viel Volumen, wo setze ich den Stop-Loss und so weiter. Also ein schönes Zusammenspiel zwischen dem Menschen und dem Roboter, so würde ich das Ganze bezeichnen. Okay, was sind eigentlich die neuen Funktionen? Das ist ja so das zweite Thema heute. Was haben wir noch alles Neues eingebaut vom letzten Webinar bis heute? Im Hintergrund hat sich einiges getan, wahrscheinlich für Sie nicht so interessant. Wir haben die Geschwindigkeit von dem Ganzen nochmal optimiert. Das merken Sie vielleicht in der Nutzung. Das heißt, im Hintergrund werden die ganzen Sachen genauer berechnet. Das war auch für uns nötig, weil einfach die Filter immer größer wurden. Aber was wir Sichtbares geändert haben, ist, das sind Filter. Das heißt, wir haben zum einen die ganzen Fibonacci-Werte eingebaut. Das war auch ein Wunsch von Forex-Screener-Usern. Und wir haben die Candle-Pattern-Kategorie eingeführt. Natürlich momentan nur mit einem Filter, aber wir wissen schon, wenn wir uns die anderen Kategorien angucken, da ist noch sehr viel Platz und Potenzial für neue Filter. Ganz wichtig, das sagen wir auch mal ganz, ganz oft und wir meinen es auch wirklich so, es ist bei uns kein bloßes Gelaber. Wenn Sie da draußen Vorschläge haben, Ideen haben für neue Filter, für neue Funktionen, dann immer gerne, gerne her damit. Wer uns ein bisschen länger verfolgt oder uns seit Stunde 1 verfolgt, der weiß, dass wir das wirklich ernst nehmen, uns darüber freuen und die auch umsetzen. Natürlich müssen wir immer schauen, wie interessant ist das für die Masse. Also wenn jetzt jemand mit einer sehr exotischen Idee ankommt, wo wir sagen, ist ganz schön, aber die Mehrheit wird davon keinen Nutzen haben, dann können wir es natürlich nicht einbauen. Aber in der Regel sind die Vorschläge eigentlich mal sehr, sehr positiv von Ihnen und sehr sinnvoll von Ihnen, wo wir dann sagen, okay, das ist eine tolle Funktion, das nehmen wir mit auf und das werden wir demnächst einbauen. So, und hier werden wahrscheinlich die einen oder anderen Trader auch schon Funktionen oder Filter wiedererkennen, die wir eingebaut haben aufgrund ihrer Wünsche und Vorschläge. Und das möchten wir auch gerne in der Zukunft weiter so behalten, dass wir nicht uns einbilden, der Meinung zu sein, was Sie da draußen brauchen, sondern wir wollen es gerne von Ihnen hören und Ihnen die Werkzeuge oder Filter mit an die Hand geben, die Sie wirklich brauchen, die nicht nur schön aussehen, sondern die Sie wirklich brauchen, die Sie sich gewünscht haben. Denn nur so schaffen wir es, dass der Forex-Screener für Sie ein wirkliches Werkzeug ist, was Sie wirklich im Trading unterstützt. Und eine Sache ist zum Beispiel Fibonacci. Das ist natürlich ein beliebtes Werkzeug im Trading. Das haben wir jetzt auch eingebaut. Wir haben hier vier verschiedene Filter drin. Ein letzter Fibonacci heute, gestern, diese Woche und letzte Woche. Gehen wir einfach mal rauf, um zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Das ist ja auch eine Gruppe. Und hier sehen wir nochmal, dass wir hier das Kreuzen der jeweiligen Levels uns anzeigen lassen können. Das heißt, ich kann sagen, lieber Forex-Screener, zeige mir alle Devisen an. So, das setze ich schon mal. Wo wir
in der letzten abgeschlossenen Kerze das 50er Level gekreuzt haben vom Fibonacci heute. Da sehe ich hier unten, nehme den Euro-Bullish-Fund. Der öffnet sich natürlich gleich und wir sehen hier auch, es hat sich automatisch eingezeichnet, das Ganze im Chart. Also maximal reingezoomt. Genau, ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Wir sehen hier die Tageslinie hier. Er hat automatisch das Fibonacci eingezeichnet und wir sehen, das sehen Sie wahrscheinlich nicht so gut aufgrund der Farben und der Auflösung, aber die letzte abgeschlossene Kerze hat das 50er Level gekreuzt. So, da hat der Vorzug schon mal nicht gelogen in dem Bereich. Das ist die Tagesbasis, also jetzt können wir mit jedem einzelnen Wert durchgehen, das wird überall so stimmen. Da wird sich der Forex-Screener sehr wahrscheinlich nicht verrechnen. Ein bisschen rauszoomen. So, hier das gleiche nochmal. Er zieht automatisch den Fibonacci, die Fibonacci-Linien hier rein für die aktuelle Tagessitzung. Und wir sehen auch hier, die letzte abgeschlossene Kerze hat den 50er, das 50er Level gekreuzt. So. Gehen wir mal zurück und schauen mal etwas interessanter rein in nicht Fibonacci heute, sondern Fibonacci letzte Woche. Da sehen wir so ein bisschen mehr an Daten und sagen dann das Gleiche, dass der 50er Level Cross vor zwei Kerzen sein soll. Schauen wir runden und gehen wir mal auf den, ja, was nehmen wir? Nehmen wir einfach mal den US-Dollar japanischen Yen, Stunde 1 Kerzen. Auch hier öffnet er sich wieder automatisch. Dauert kurz und dann sehen wir, da hat der Fibonacci über die letzte Woche eingezogen und da haben wir den Wert drin. Und auch, wenn wir ganz nach rechts gucken, sehen wir auch da wieder Kreuz der 50er Linie abgeschlossen. Und das können wir mit allen Werten durchführen. Das heißt, wir können das natürlich mit allen Levels durchführen, also den 23er, 38er, 50er und 61er, mit gestern, diese Woche, heute und letzte Woche. So, und auch diese können wir wieder miteinander kombinieren. Also ich kann auch sagen, ich möchte, dass wir jetzt vor zwei Kerzen das 50er Level heute gekreuzt haben, dass wir den Volks nur Devisenwerte sehen, dass der MACD bei der Signallinie ist, das ist alles mögliche. Also wir können wirklich alle Filter miteinander kombinieren. Irgendwann ist es dann wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll oder irgendwann kommen hier unten keine Werte mehr raus, aber rein technisch können wir alles miteinander kombinieren. Wenn ich so in die Statistik gucke, kann ich auf jeden Fall sagen, was die beliebtesten Filter sind. Das sind grüne Kerzen und rote Kerzenfolge. Kann man sehr, sehr viel mitmachen, um einfach gerade Extremmärkte herauszufinden. Können wir auch mal live mal probieren. Sagen wir einfach mal, zeigen wir Märkte an, wo wir 10 rote Kerzenfolge haben. Mal gucken, ob da was kommt. Da haben wir keinen Wert. Schauen wir mal, ob wir bei hoch. Ob wir vielleicht bei 7 was haben. Ja, bei 7 haben wir zwei Werte, zwei US-Aktien. Schauen wir aber mal rauf, wie das hier aussieht. Gehen direkt in den MetaTrader rein. Und da sehen wir es auch schon. Jetzt müssen wir ein bisschen reinzoomen. Und da sehen wir auch, dass die Aktie hier 7 Tage in Folge negativ abgeschlossen hat. Da haben wir die Markierung drin. Das stimmt soweit. Und so können wir sehr oft sehr, sehr starke Werte finden. Das war jetzt auf Tagesbasis. Also wir haben hier quasi 8 Tage in Folge negativ abgeschlossen. Schauen wir mal, ob wir auf der positiven Seite was Großes finden, ob wir vielleicht 10 grüne Kerzen in Folge finden. Da haben wir nichts. Vielleicht bei 8 auch nichts. Bei 6 dann wahrscheinlich schon eher was. Genau, da haben wir schon ein paar andere Werte. Und hier sehen wir beispielsweise, haben wir einzelne Aktien, die auf Monatsbasis schon 6 Monate in Folge positiv waren. Das sehen wir hier zum Beispiel ganz schön. Ein schöner, sauberer Aufwärtstrend, wo wir 6 Kerzen in Folge mindestens positiv waren. So. So können wir ganz einfach sagen, oder Assets finden, die zu unserem Trading passen. Und im Grunde genommen passt der Forex-Screener zu jedem Trading-Ansatz. Ob wir Trend-Trader sind, Kontra-Trend-Trader, ob wir Formationen handeln, auch das haben wir alles hier drin. Und das kommt auch immer weiter mit der Zeit. Ich sage es immer gerne wieder, der Forex-Screener ist nicht in Stein gemeißelt. 1000 Ideen sind auf der Liste und wir freuen uns auch immer wieder über neue Ideen, um das Ganze noch weiter auszubauen und zu verbessern. So, noch zur Erklärung, wo gibt es eigentlich die Expert Advisor, also die Add-ons für den MetaTrader? Wenn Sie
kurz ein paar Tabs hier schließen. Wenn Sie den Zugang erstellt haben oder vielleicht jetzt schon einen haben, dann dauert es, ja, ich sage mal so ein, zwei Werktage. Wenn soweit alles korrekt eingegeben wurde, dann schaltet sie FXWeb frei und dann bekommen Sie die Zugangsdaten per E-Mail. Dann können Sie sich einloggen und dann haben Sie genau diese Ansicht, die wir hier gerade die letzten Minuten schon gesehen haben. Haben alle Filter freigeschaltet, alles in Realtime, echte Kurse, alle Assets. Also hier gibt es einfach nur einen Zugang oder keinen Zugang. So. Das mit dem Pro-Filter hatte ich Ihnen auch gezeigt. Ist ebenfalls kostenlos, wenn Sie daran interessiert sind, an die Pro-Filter, die wir gemeinsam mit Orkan Kuges entwickelt haben, setzen Sie den Haken, ob Sie ihn setzen oder nicht. Er ist so oder so kostenfrei. Es entscheidet lediglich darüber, ob Sie hier die rosanen Filter dann auch sehen oder nicht. So, dann haben Sie den Zugang, dann kommen Sie sehr schnell auf diese Seite hier und dann gibt es hier oben den Link, also direkt über dem Vorhang-Screener. Wenn Sie hier raufklicken, dann kommen Sie zu einer kurzen, kleinen und knappen, ja, Erläuterungsseite, wie das Ganze mit der Installation abläuft. Das heißt, Sie können hier erstmal herunterladen und sagen, MediaTrader 4 oder MediaTrader 5. Die Installation ist ganz einfach. Wir müssen hier nichts in Dateienordner schieben, sondern Sie kennen das. Das ist ein einfaches Geklicke auf Weiter, Weiter, Weiter. Schauen wir mal kurz, ob wir das hier vielleicht auch schon sehen in dem Video. Sie kennen es, wenn Sie irgendein Programm zu Hause installieren, dann ist es einfach nur ein weiter, weiter, ja, verstanden und so weiter. In dem Video wird es auch nochmal genauer erklärt, aber es ist wirklich keine große Sache. Und dann muss nur noch eine einzige Kleinigkeit im MetaTrader 5 zumindest eingestellt werden. Also wenn Sie den MetaTrader 4 nutzen, gibt es hier nichts zu tun. Wenn Sie den MetaTrader 5 nutzen, dann muss hier noch ein Wert eingetragen werden in die Einstellung. Aber auch das ist keine große Hürde, das geht relativ fix. Auch das alles kostenlos. Wenn Sie den Zugang haben, dann ist das mit inklusive. Dann müssen Sie nichts extra buchen und nichts extra kaufen. Das geht relativ schnell. Und auch vom Support her, alles gar kein Problem. Auch wenn es für Sie kostenlos ist, haben Sie trotzdem den Support. Da können Sie natürlich gerne auch Ihre Bearbeiter oder Ihre Ansprechpartner von FXWeb ansprechen oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail. Da sind wir natürlich auch nicht aus der Welt. Können Ihnen das Ganze nochmal erläutern, zeigen, Probleme finden, Probleme melden, auch mal sehr gerne. Manchmal rutscht der ein oder andere Filter auch noch mit durch, nicht Filter, sondern Fehler. Und dann können wir auch gerne beheben. Sehr schön. Dann haben wir jetzt, ich gucke kurz auf meine Liste, eigentlich alles abgearbeitet, was ich ja, Ihnen heute präsentieren wollte. Wir haben jetzt noch etwas Zeit für Fragen. Also wenn noch Fragen da sind, dann sehr, sehr gerne her damit. Dann kann man die direkt alle noch lösen. So, die nächste Frage. Im MetaTrader 4, jeder Broker oder nur FXWeb? Also, der Vorhang-Screener ist kostenlos für alle aktiven Kunden von FXWeb. Wenn Sie aber kein aktiver Kunde von FXWeb sind, haben wir auch die Möglichkeit, den Vorhang-Screener selbst einfach zu mieten. Das heißt, wenn Sie auf die Zugang-Erstellen-Seite gehen, dann können Sie sagen, ich bin woanders, dann klicken Sie hier rauf. Und dann können Sie sich den Vorhang-Screener für 29 Euro im Monat bieten. Und dann haben Sie auch den EA mit für den MetaTrader 4 und auch für den MetaTrader 5. Das einzige Problem, was hier dabei entstehen wird, ist, dass Ihr Broker vielleicht andere Werte hat, also andere Assets, die wir nicht im Vorhang-Screener haben. Eventuell heißen bei Ihnen die Symbole anders. Also wenn Sie beispielsweise bei Ihnen Euro, Punkt, US-Dollar, Punkt, Forex heißt, dann kann es sein, dass Sie, wenn Sie hier auf den Wert klicken, es nicht in Ihrem MetaTrader sich dann öffnet. Also der Vorhang-Screener an sich, der kann wirklich von jedem genutzt werden. Aber bei der Expert-Advisor-Geschichte kann es dann schon zu Problemen kommen. Also da würde ich es lieber empfehlen, den EA nur bei FXWeb zu nutzen, aufgrund der Symbol-, Kurs- und Asset-Problematik. Aber wie gesagt, wenn das für Sie nicht weiter schlimm ist, dann können Sie natürlich auch so monatlich für 29 Euro mieten. Da gibt es auch keine Vertragslaufzeit oder keine Waschmaschine, die dann geliefert wird. Da sind wir eigentlich relativ entspannt. So geht die Installation auch unter Linux. Die Installation, also diesen Installationsmanager, den wir anbieten, das ist eine Excel-Datei, also somit läuft sie nur unter Windows. Das würde da nicht funktionieren. Was natürlich funktionieren würde, ist, wenn Sie da soweit technisch fit sind, und das gehe ich als Linux-User ganz stark davon aus,
können Sie den EA auch selbst im MetaTrader installieren. Das heißt nicht über den Manager, sondern Sie kopieren die Dateien in die entsprechenden Ordner, setzen da und da einen Haken und dann funktioniert das auch. So, also auch kein Problem. Also wenn Sie da dran interessiert sind, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf oder schreiben uns einfach über das Kontaktformular und dann schicken wir Ihnen die Dateien einzeln zu und dann geht das auch für Linux. Also ich selbst nutze ja auch nur Macs oder wir in der Firma nutzen auch nur Macs. Wir haben es ja beispielsweise so gelöst, dass wir zwar hier auf dem Mac arbeiten, aber halt immer einen Trading-Server offen haben und auf dem Trading-Server läuft halt Windows und von daher geht es relativ entspannt. Kann ich den Trading-Server zumachen und wieder aufmachen. Das heißt, mein MetaTrader läuft auf diesem Server und nicht auf meinem Computer. Das ist so meine Lösung, um als Nicht-Windows-User das Ganze zu nutzen. So, bitte den Peak Warrior zeigen. Ja, da können wir im Chart gar nicht so viel zeigen. Ich kann kurz hier den Filter nochmal zeigen. Ich setze mal alles zurück. Das ist zurückgesetzt, zurückgesetzt, zurückgesetzt. Genau. Das ist eine Formation, die haben wir Peak Warrior genannt. Nicht selbst erfunden, sondern die gibt es im Netz schon, die Definition davon. Hier können wir auch einstellen, zeige mir die Assets an, wo der Peak Warrior innerhalb der letzten beispielsweise drei Kerzen ausgebildet wurde. Und dann sehen wir hier die Werte. Bei Peak Warrior wird aber im MetaTrader nichts angezeigt, weil es da nichts anzuzeigen gibt. Gut, die Stelle könnte man anzeigen. Ist eigentlich gut, dass Sie das ansprechen. Das schreibe ich mir direkt mal auf, dass auch der Peak Warrior im Chart nochmal dargestellt wird, dass man es ein bisschen besser sieht. Das notiere ich mir kurz. Gut, dann kommt das auch mit dem nächsten Update mit rein. So, kann ich den Forex-Screener auch mit CapTrader kostenlos nutzen? Ja, das geht auch ohne Probleme. Was natürlich nicht geht, ist, dass der Forex-Screener die Charts in der TWS, also in der Trader Workstation von CapTrader, eröffnet. Das geht nicht. Aber so wie wir es heute gezeigt haben, können Sie beispielsweise den Forex-Screener auch ohne Probleme nutzen. Was halt technisch nicht möglich ist, ist, dass Sie alle Assets aus der TWS von CapTrader hier mit drin sehen. Also die Assets und die Kurse, das sind immer alles die, die FXWirt auch selbst anbietet. Das heißt, wenn Sie in der TWS rein theoretisch afrikanische Aktien oder türkische Aktien handeln können, dann haben Sie diese hier nicht im Forex-Screener drin. Aber rein prinzipiell können Sie sich auch hier, steht ja auch, glaube ich, auf der Seite mit drauf, auf der Zugangsstellenseite, sagen Sie oben, ja, ich bin FX-Wert oder CapTrader-Kunde und dann würden Sie halt hier nicht Ihre FX-Wert-MetaTrader-Kundennummer eintragen, sondern Ihre CapTrader-Kundennummer oder Kontonummer und dann erhalten Sie auch den Forex-Screener kostenlos zugeschickt. Das ist dann gar kein Problem. So, ich bin schon im Forex-Screener, weil CapTrader-Kunde. Habe aber andere nicht, weil ja, genau, das geht technisch auch. Sie müssen einfach nur aktiver Kunde sein bei FXBet und oder bei CapTrader und dann sind Sie legitimiert für den Zugang. Muss ich meine E-Mail-Adresse bei jedem Start des EAs neu angeben? Nein. Können wir direkt mal gleich reingehen, wie es eigentlich aussieht. Ich entferne das Handelssystem einmal. So, das heißt, Sie öffnen zu Hause einen neuen Chart. Wenn Sie das erste Mal das Ganze machen, der sieht wahrscheinlich so aus. Die Farbe, die kennen Sie schon eher. Das Grün auf Schwarz, wie auch immer sich das mal ausgedacht hat. Und wenn Sie das Ganze installiert haben, dann sehen Sie hier bei Experten und dann unter Advisor, bei MetaTrader 4 heißt es ein bisschen anders, aber Struktur die gleiche. Dann haben Sie hier das Handelssystem. Was Sie noch dazu haben, ist das Template, also wenn Sie sagen, die Farben vom Forex-Screener, den gefallen Ihnen, machen Sie einen Rechtsklick, gehen auf Vorlagen und dann gibt es hier FS, Forex-Screener Template. Dann haben Sie schon mal die Farbe, falls Sie das Layout übernehmen möchten. Und dann haben wir hier das Handelssystem, dann machen wir einen Doppelklick drauf und dann müssen wir nur einmalig unsere E-Mail-Adresse hier eintragen. Wieso müssen wir unsere E-Mail-Adresse eintragen? Nicht, dass wir dann genervt werden, sondern einfach, dass das Handelssystem hier weiß, mit welchem User Sie eingeloggt sind. Denn Sie tragen beispielsweise Hans Müller ein, @fxwert.de und hier Ihr Account basiert dann auch auf Hans Müller @fxwert.de und so weiß das System im Hintergrund, okay,
Diese beiden Systeme müssen jetzt synchronisiert werden. Also Sie tragen dann einmalig Ihre E-Mail-Adresse ein, klicken dann auf unten auf OK. Ja, hier unten auf OK und das war's dann. Dann müssen Sie das nie mehr weiter eintragen, denn Sie müssen im Grunde genommen nur eins machen, und zwar diesen Chart hier auflassen, wo der Exportadvisor draufläuft. Sie können nebenbei noch 1000 andere Fenster auffarben, ist alles kein Problem. Sie können ja auch nebeneinander auffarben, aber der Forex-Screener läuft dann halt nur auf dem einen Fenster. Und das müssten wir quasi immer auflassen. Können wir beispielsweise das noch zumachen, ist nicht zu verwirren. So, also hier in den zwei schwarzen können Sie oben einstellen, wie Sie wollen. Und hier würde beispielsweise dann immer der Forex-Screener IAA laufen. Setze ich mal hier rein und dann würde er durchgehend aktiv sein. Und somit, wenn ich den jetzt ausmache und wieder anmache, muss ich die E-Mail-Adresse nicht neu eintragen. Ich muss sie nur dann neu eintragen, wenn ich beispielsweise diesen Chart hier zumache. Weil dann ist ja das Add-on, also der EA, deaktiviert und somit wird nirgendwo mehr ein Chart visualisiert. Und die Charts werden ja immer nur auf diesen Chart visualisiert, wo der EA aktiv ist. Ich mache das mal kurz, dass man es ein bisschen besser sieht. So. Sagen wir mal jetzt hier ist das Handelssystem, das Add-on drauf und ich klicke jetzt hier im Forex-Screener auf einen gewissen Wert. Ich klicke jetzt hier auf die BER-Aktie zum Beispiel. Dann würde er genau hier die BER-Aktie anzeigen und nicht in den anderen Charts. Das heißt, wir stellen das nicht 1000 Mal da, sondern nur in diesem einen Chart und die anderen, da können Sie dann rumspielen und einstellen, wie Sie wollen. Die lassen wir quasi komplett in Ruhe. So. Könntest du noch zum Schluss erklären, wie man den Screener im Browser in der Schnellabrufleiste installiert? Ja, klar, sehr gerne. Das ist abhängig natürlich vom Browser, den wir haben. Also ich habe jetzt hier den Google Chrome, gibt natürlich auch den Firefox, Safari oder Microsoft Edge. Wie installieren wir es? Eigentlich relativ einfach. Ich glaube, es müsste mit allen Browsern gleich funktionieren. Wir haben hier oben die Adresse und dann ziehen wir einfach hier oben das, was da drin steht, in unserer Adressleiste, und dann habe ich das schon. Das heißt, ich gehe jetzt hier beispielsweise, bin jetzt beispielsweise auf der Seite von der FXWeb und sage so, jetzt möchte ich screenen, dann klicke ich einfach hier oben drauf und dann lädt er auch gleich den Forex-Screener. Und dann bin ich immer automatisch eingeloggt. So, das geht bei Ihnen zu Hause ein bisschen schneller. Dann sind Sie auch immer automatisch eingeloggt und können direkt losscreenen. So, Sie müssen jetzt nicht jedes Mal nur einloggen, Passwort raussuchen und so weiter, sondern einmal eingeloggt sein. Ich glaube, man ist dann automatisch für 30 Tage eingeloggt, da muss man sich nochmal neu einloggen. Aber so ist man nur einen Klick entfernt und ist sofort auf dem Forex-Screener drauf und kann losgehen. Also relativ einfach. Und der EA, wenn wir den nicht entfernen, der ist auch immer aktiv. Super. Perfekt. Dann haben wir jetzt alle Fragen soweit durch. Freut mich, dass noch so viele Fragen gekommen sind. Sehr wahrscheinlich kommen die ein oder anderen Fragen noch im Nachgang. Gar kein Problem. Nutzen Sie ruhig die Chance, was Ihnen lieber ist. Entweder kontaktieren Sie FXWeb und fragen die Mitarbeiter von FXWeb oder aber scrollen wir uns auf der Seite nach unten, gehen auf Kontakt, können uns auch gerne anschreiben. Egal, wen Sie anschreiben, am Ende des Tages erhalten Sie auf jeden Fall Ihre Hilfe oder das Feedback kommt immer bei der richtigen, an der richtigen Stelle an. Das regeln wir schon soweit. Und ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, Wolfgang, sind wir für heute auch schon durch, oder? Ja, David, vielen Dank für deine Ausführung und Erklärung. Gerne. Ich hoffe, die Teilnehmer konnten einiges mitnehmen. Ja. Und ja, ich wünsche allen viele, viele erfolgreiche Trades und noch einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.